Jehovas Zeuge und moderne abfällige Protestantenbibel. Die Null-Unzia, das sind ein paar hundert griechische Manuskripte, 2:1 unterstützen sie diese Heilige Schrift. Die Minuskulen in kleinen Buchstaben griechisch geschrieben, vom 10. Jahrhundert bis 15. Jahrhundert, 9:1 unterstützen sie die Heilige Schrift gegenüber den neuen Übersetzungen. Familie 1:13, Caesarianische Gruppe, 3:1 unterstützen sie die Heilige Schrift. Kircheväter, das heißt für alle Kircheväter, 2,3 Kircheväter gegenüber 1, die unterstützen mit ihren Zitaten dieses Buch. Altlateinische Manuskripte, 2:1 unterstützen sie das. Alte Syrische Bibel, 3:1 unterstützen sie das. Gotisch, sehr wichtig, die haben damals das Römische Reich zerstört, 3:1 aus 350 nach Christus. Armenisch, 3:2, auch als Mehrheit, also die Heilige Schrift von Luther und King James und Staatenbibel. Und auch die Äthiopische, 8:7 unterstützen das. Die Ausnahme, die ich kurz noch erwähnen, weil das vergisst natürlich alles wieder. Der Ausnahmeort, wo mehr Unterstützung ist für die moderne Übersetzung über die Heilige Schrift, sind die Koptische. Koptisch ist eigentlich das ägyptische Wort für orthodoxe Kirche in Ägypten, die koptische Kirche. Das ist 3:5 in Nachteil von der Heiligen Schrift für die neuen Übersetzungen. Und auch die Papiri, die ja nur aus Ägypten kommen, 4:5:1 in Nachteil für unseren Text. Und der Grund ist, dass Alexandrie, Ägypten, ist das Kernpunkt, das Land von Ham, von Ketzerei, von Gnostik in der 2., 3., 4., 5., 6. Jahrhundert gewesen. Und da kommen alle modernen verfälschte Bibeln her. Und das heißt, in Praxis, mehr als 99% von aller Textzeug unterstützen, was wir hier haben, und weniger als 1% unterstützt die Jehovaszeuge, katholische und verfälschte Protestantenbibeln. Und heute ist es so, dass alle großen Bibelschulen, alle großen theologischen Fakultäten im deutschsprachigen Raum, unabhängig ob sie evangelisch, protestant, lutheranisch, baptist sind, unterstützen die verfälschte Text, Vatikanustext, Minderheitstext, die in diesem kleinen Büchlein zur Verfügung ist seit 1898. Und das hat für die große Abfall gesorgt, warum Gottes Segen auch zurückgezogen ist in den letzten Tagen vom deutschsprachigen Raum. Und heute sehen wir das mit der Zerstörung der Mittelklasse, die Rieseninflation, Zerstörung von Souveränität, das hat alles zu tun mit Gottes Segen, die zurückgezogen ist, weil die Christen, und vor allem die Prediger in dem Pult, haben die Heilige Schrift losgelassen. Also halte bitte fest an dem, was Gott euch hat gegeben. Okay, wir haben unsere Special-Gruppe zusammen. Amen. Wir hören gerne zu.